Hallo zusammen, guten Morgen auch von mir. Ich bin Marlene Sattler. Ich bin seit der Unterschriftensammlung für den Volksentscheid Fahrrad seit Sommer 2016 aktiv bei Changing Cities. Genau, und ich möchte euch heute aus einigen Jahren Mahnwachen in Berlin für getötete RadfahrerInnen berichten. Seit 2016 gibt es Mahnwachen für getötete Menschen im Straßenverkehr, insbesondere für getötete RadfahrerInnen und FußgängerInnen. Die erste Mahnwache, damals noch Sit-in genannt, hat der Volksentscheid Fahrrad für einen unbeteiligten Autofahrer veranstaltet, der bei einem illegalen Autorennen auf dem Kudamm getötet wurde. Ihr habt sicherlich alle von dem Fall gehört. Einer der Autofahrer ist inzwischen wegen Mordes rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der andere wurde wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren verurteilt. Erstmalig wurde in Deutschland jemand im Zusammenhang mit einem sogenannten Quote-unquote Unfall im Straßenverkehr wegen Mordes verurteilt. Inzwischen gibt es weitere vergleichbare Urteile. Die Rechtsprechung hat also, ohne dass sich die Gesetze verändert haben, diesen Fall bzw. diese Fälle neu und anders bewertet. Vielleicht hat die Mahnwache damals auch ihren Beitrag zur Debatte geleistet, nämlich, dass Rasen kein Kavaliersdelikt ist, sondern, wie damals schon im Aufruf vom Volksentscheid benannt, mörderisches Verhalten. Und jetzt nur einen ganz kleinen Exkurs. Seit 2017 gibt es nun auch juristisch eine neue Grundlage, und zwar eine Erweiterung des Paragraphen 315 des Strafgesetzbuches, welcher nun auch Kraftfahrzeugrennen unter Strafe stellt. Vorher war das nämlich nur eine Ordnungswidrigkeit und jetzt ist es eine Straftat. Dies gilt auch, wenn man ein Rennen gegen sich selbst führt. Dafür muss man aber eine größtmögliche Geschwindigkeit erreichen wollen. Und was hier bisher, soweit ich weiß, nicht runterfällt, beziehungsweise auch diskutiert wird unter Juristen, ist das Grundsätzliche, immer überall etwas zu schnell zu fahren, was gesellschaftlich breit akzeptiert wird. Das fällt hier quasi leider nicht runter. Im Sommer 2016 wurde erstmalig ein Prozess aufgesetzt, was passieren soll, wenn jemand getötet wird, damit innerhalb kürzester Zeit, ungefähr 24 bis 48 Stunden nach dem Unfall, eine Mahnwache organisiert wird. Dabei gibt es in Berlin auch immer einen Abstimmungsprozess mit dem ADFC Berlin, da bei der Mahnwache auch ein Geisterrad aufgestellt wird. Zu den wichtigsten formalen Voraussetzungen gehört, die Mahnwache als Demonstration bei der Polizei anzumelden. Und dabei ist wichtig, dass man auf der Fahrbahn und nicht auf der Straße anmeldet, denn Straße kann auch nur Gehweg bedeuten. Uns war es aber immer wichtig, exakt an der Stelle zu sein, an der der Unfall passierte und dort auch für eine Zeit den dort herrschenden Verkehr stillzulegen, insbesondere natürlich den motorisierten Verkehr. Das Ganze ist dann immer auch ein Aushandlungsprozess mit der Polizei. Und erst nach der Anmeldung darf man auch zur Mahnwache aufrufen, zum Beispiel über Social Media. Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass es gut ist, vor Ort die Pressemitteilung aufzuhängen, denn oftmals kommen Unfallzeugen oder ErsthelferInnen oder auch Angehörige zum Ort und erfahren so auch von der Mahnwache. Wenn jemand später, zu einem späteren Zeitpunkt, spezielle Fragen zur Organisation hat, kann er natürlich jederzeit auf mich zukommen. Seit 2016 nehme ich an Mahnwachen teil, seit 2017 leite ich sie auch. Meine Motivation, mich bei den Mahnwachen zu engagieren, das ist, dass ich schwer akzeptieren kann, dass Menschen im Straßenverkehr sterben. Es darf nicht länger als individuelles Schicksal oder tragischer Einzelfall gesehen werden. Wir wollen mit den Mahnwachen den Getöteten gedenken. Wir wollen aber auch ganz besonders aufzeigen, dass die Politik für die Todesfälle verantwortlich ist und dass sie Maßnahmen ergreifen könnten, Unfälle mit Schwerverletzten und Getöteten zu verhindern. So fordert es auch das Berliner Mobilitätsgesetz, in dem es in Paragraph 10 Absatz 3 heißt: Ziel ist, dass sich im Berliner Stadtgebiet keine Verkehrsunfälle mit schweren Personenschäden ereignen. Diese Vision Zero ist Leitlinien für alle Planungen, Standards und Maßnahmen mit Einfluss auf die Entwicklung der Verkehrssicherheit. An diese Vision müssen wir leider immer wieder erinnern. Dazu gehört auch, dass wir immer eine Mahnwache für eine getötete Radfahrerin machen, ungeachtet der Frage nach Schuld oder Selbstverschulden eines Unfalls. Einzige Ausnahme sind wohl Alleinunfälle, die zum Beispiel aus einem Herzinfarkt oder Ähnlichem resultieren. Zu Beginn, als die Mahnwachen entstanden, wurde intern noch stark diskutiert, je nach Unfallhergang sollen wir eine Mahnwache machen, hatte sie oder er nicht selbst Schuld? Und ich denke, das ist etwas, das jede Gruppe oder Netzwerk für sich und ihre Argumentation selber entscheiden muss. Das ist nicht nur für die Außendarstellung wichtig und wer adressiert werden soll mit der Mahnwache, sondern es ist auch eine ganz persönliche Frage jedes Einzelnen, der oder die sich dort einbringt oder teilnimmt.
Ich kann dazu nur für mich beantworten, jede Getötete ist einer zu viel, eine zu viel. Und wenn man in andere Länder bzw. Städte schaut, zum Beispiel nach Helsinki, die 2019 keinen getöteten, ungeschützten Verkehrsteilnehmer zu beklagen hatten, dann kann im Grundsatz immer die Vision Zero gelten, beziehungsweise sie gilt einfach immer, nämlich dass Infrastruktur fehlerverzeihend geplant werden muss, denn wir sind Menschen und wir machen eben auch mal Fehler und für diese geplante Infrastruktur gibt es aber eben Verantwortliche. Und zudem ist meist oder beziehungsweise ist bis zum Gerichtsverfahren ja auch nicht geklärt und manchmal selbst dort nicht, was eigentlich genau und letztendlich passiert ist. Da die Mahnwache aber 1 bis 2 Tage nach dem Unfall stattfindet, kann man auf diese Einschätzung offensichtlich nicht warten. Davon muss man sich also zu einem gewissen Grad unabhängig machen. Zudem habe ich beziehungsweise wir die Erfahrung gemacht, dass teilweise in den Polizeimeldungen, was ja dann wiederum häufig von der Presse weiterverwendet wird, falsche oder zumindest bereits interpretierte Angaben gemacht werden, da die PolizistInnen teilweise selber bestimmte Regeln vor Ort nicht kennen. Sie formulieren dann einen Unfallhergang, der so einfach nicht korrekt die Gegebenheiten wiedergibt oder zumindest in eine Richtung von Schuld deutet. Bei dem Zitat links war ein Radfahrer indirekt links abgebogen und dann von einem in selber Richtung fahrenden Transporterfahrer mutmaßlich getötet worden. Und der Polizist vor Ort, mit dem ich dann mich für die Mahnwache abgestimmt habe, kannte diese Regelung des indirekten Linksabbiegens nicht und wusste zum Beispiel auch nicht, dass es benutzungspflichtige und nicht benutzungspflichtige Radwege gibt und war damit der Meinung, der Radfahrer trägt ja selbst Schuld, dass er getötet wurde. Und beim rechten Fall, das ist jetzt die Überschrift aus der Polizeimeldung, empfinde ich die Überschrift im Minimum mal als Vorverurteilung. Und damit ist die Polizeimeldung für mich auch keine neutrale Quelle. Ich habe inzwischen auch einige Gerichtsverfahren verfolgt, bei denen es um fahrlässige Tötung ging, also um diese Fälle von getöteten RadfahrerInnen oder FußgängerInnen. Und vieles zeigt sich dann doch eben auch erst im Gerichtssaal mit aufwendigen Gutachten. Leider passiert es auch immer wieder, dass sich herausstellt, dass jemand den oder die Getötete direkt oder zumindest indirekt kennt. Das zeigt uns, wie sehr wir alle betroffen sind oder sein können. Zuletzt habe ich das im Sommer 2020 nach einer Mahnwache in Spandau gemerkt. An diesem Tag haben wir 2 Mahnwachen direkt hintereinander machen müssen. Im Nachhinein stellte sich dann für mich raus, dass die getötete Radfahrerin am Bahnhof Spandau die Mutter einer Arbeitskollegin von mir war. Nicht selten kommt es auch vor, dass Angehörige an den Mahnwachen teilnehmen. Und ich als wenn ich die Veranstaltungsleitung mache und mir das auffällt, dass Angehörige dort sind, was man auf jeden Fall immer erkennt, dann gehe ich hin, spreche mein Beileid aus und viele sind sehr dankbar dafür, dass wir die Mahnwachen machen. Beim Unfall auf der Caprivi-Brücke in Berlin letzten Winter war sogar der für den tödlichen Unfall verantwortliche Autofahrer anwesend. Die Mahnwachen scheinen durch die nach wie vor hohe TeilnehmerInnenanzahl weiterhin ein wichtiges Kommunikationselement zu sein. Sie weisen gnadenlos auf die Dringlichkeit der Umsetzung der Mobilitätswende hin. Und für die Angehörigen sind teilweise, wie wir aus persönlichen Gesprächen oder auch aus den Medien wissen, die Geisterräder und der Ort des Unfalls wichtiger als beispielsweise das Grab. Auch werden Mahnwachen für FußgängerInnen von Changing Cities in Zusammenarbeit mit anderen Verbänden veranstaltet. Die vermutlich meistbesuchte Mahnwache mit etwa 500 Teilnehmenden war die in der Invalidenstraße im September 2019. Ein Autofahrer verlor mutmaßlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, raste auf den Bürgersteig und tötete dabei 4 Menschen, darunter einen 3-jährigen Jungen. An manchen, aber bis auf jeden Fall zu wenigen Unfallorten hat sich seitdem auch etwas verändert. So gilt inzwischen in der Invalidenstraße Tempo 30 und die Parkspur wurde in einen Radfahrstreifen umgewandelt. Doch offensichtlich sind wir noch weit entfernt von einem Ziel. Letztes Jahr wurden in Berlin 50 Menschen im Straßenverkehr getötet. Davon waren 17 RadfahrerInnen und 19 FußgängerInnen. Damit komme ich zu einem abrupten Ende meiner Präsentation und danke euch für eure Aufmerksamkeit. Besten Dank, Marlene, für die Präsentation. Wir haben jetzt Zeit auch für Fragen und Anmerkungen aus dem Raum der ZuhörerInnen. Mhm. Ich kann euch
wenn ihr, ihr könnt anzeigen, ihr könnt im Chat schreiben, wenn ihr was sagen wollt oder auch die Hand heben, dann kann ich euch das Rederecht geben. Ich glaube, ihr könnt es euch auch selber nehmen. Ich finde es, ich fand es einen sehr spannenden Vortrag, Marlene. Ich habe eine Frage dazu. Mhm. Inwiefern kommt es auch vor, dass Angehörige sich dagegen wehren und das nicht wollen? Und wie geht ihr mit solchen Fällen um? Also, dass keine Mahnwache stattfinden soll, weil sie es aus irgendeinem Grund nicht wollen. Also, ich erinnere mich an keine Mahnwache, wo das so gewesen ist. Ich weiß aber, ich erinnere mich sozusagen an auch so eine interne Diskussion, ist jetzt übertrieben, aber so, dass wir darüber gesprochen haben, wie ist es, wenn vorher Menschen auf uns zukommen und sagen, sie wollen das nicht. Ich meine, dass wir da immer auch gesagt haben, also es geht natürlich um das individuelle Schicksal, aber es geht auch um sozusagen das große Ganze. Und das ist auch eine politische Veranstaltung. Also eine Mahnwache ist ja an sich sozusagen eine Kommunikationsform des gewaltlosen Handelns sozusagen oder gewaltlosen Widerstandes gegen etwas. Und deswegen, ja, es ist schwierig zu entscheiden, wenn jetzt wirklich jemand kommen würde und sagen würde, wir wollen das absolut nicht, den Fall hatten wir aber nicht. Es gab aber sozusagen mal, wie kommunizieren wir das und beziehen wir da womöglich diejenigen mit ein und geben denen damit, also den Angehörigen damit auch die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Und da, wir haben es irgendwie dann so sozusagen aufgesetzt, den ganzen Prozess, dass das halt nicht passiert, beziehungsweise es ist bisher nicht passiert. Also mir ist es zumindest nicht bekannt aus den letzten Jahren. Okay, danke dir. Jetzt sehe ich Markus. Was ich, noch eine Sache, die mir einfällt, das ist jetzt aber eher aus dem ADFC. Also es gibt wohl Familien, die wollten nicht, dass ein Geisterrad aufgestellt wird. Mhm. Das weiß ich. Und das wird natürlich respektiert. Aber das war jetzt meines Wissens nach auch nicht innerhalb der letzten Jahre, die ich jetzt sozusagen irgendwie miterlebt habe. Aber ja, weil die, denen das dann eben zu krass ist, da immer vorbeizukommen. Mhm. Okay, danke dir. Jetzt sehe ich, Markus hat eine Frage, Willi auch. Und dann hat Dan unten zu auch noch die Frage im Chat geschrieben, wie ist der zeitliche Umfang und Ablauf einer solchen Mahnwache in Berlin? Mhm. Vielleicht okay. Magst du da kurz was zu sagen und dann ja. Gebe ich gleich Markus das Wort danach. Ja, dann. Genau. Also wir haben, anfangs waren die Mahnwachen immer auch noch so ein bisschen zu unterschiedlichen Zeiten und dann irgendwie auch immer so ein bisschen, wie wird das Wetter und so. Und jetzt ist es wirklich so, also einfach aus Orga-Gründen, wenn wir sozusagen bis 17 Uhr wissen, bis 17 Uhr von einem Unfall erfahren, dann schaffen wir es quasi noch, das am nächsten Tag auf die Beine zu stellen. Wenn wir es nach 17 Uhr, dann ist es quasi der übernächste Tag und das gilt eigentlich fast immer. Wir hatten jetzt vor kurzem mal eine Mahnwache, die haben wir wirklich am selben Tag noch gemacht, weil da freitags dann, glaube ich, dieser große Fridays for Future Klimastreik-Geschichte und so weiter war. Und dann sowieso auch die Polizei da natürlich sehr eingebunden ist und so. Aber das gilt eigentlich immer und dann immer auch 17.30 Uhr. Das hat sich in Berlin als gute Uhrzeit erwiesen. Dann ist auch RBB Abendschau mit dabei und so. Es hat sich so etabliert und da können sich dann alle drauf verlassen. Und es ist nicht irgendwie so, wer hat dann Zeit um 16 Uhr? Nee, da kann ich noch nicht und so, sondern es ist irgendwie fest so. Und dann trudeln alle Leute ein, 17.30 Uhr, und dann anmelden muss man immer schon ein bisschen früher, damit die Polizei und man selber noch vor Ort Zeit hat, das alles zu koordinieren. Und dann ist es, gibt es meistens einen Redebeitrag, also einer hält eine Rede, die ist halt so 5 Minuten oder so, plus minus. Und dann, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange die Polizei einen lässt, aber die Schweigeminuten danach, nach der Rede, die sind echt lang, also die sind teilweise 10 Minuten oder so. Also es ist nicht nur, wir sitzen da eine Minute und dann gehen wir wieder von der Straße, sondern das ist richtig Ruhe und lange und
Das Geisterrad liegt dann, also jetzt bei uns in dem Fall, möglichst auf der Stelle, wo der Unfall tatsächlich passiert ist. Also da sollten sich auch keine Menschen hinsetzen, möglichst noch nicht auf irgendwelche Blutflecken und so. Es ist ja wirklich teilweise so. Also da ein bisschen Platz rumlassen und dann sitzen wir da 10 Minuten und dann wird noch das Geisterrad aufgestellt. Also die ganze Aktion dauert halt so, also die Anmeldung ist immer ein bisschen länger, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, aber die ganze Mahnwachenaktion für die Leute, die kommen, ist dann vielleicht so 1/2 Stunde. Plus minus. Manchmal stehen die Leute gar nicht mehr wieder auf und es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Stimmung. Manchmal ist ein bisschen unruhiger. Das kommt, ist wirklich immer sehr unterschiedlich. Okay, danke. Dann Markus, du kannst sprechen, ne? Ja, also ich probiere das. Hört ihr mich? Ja. Ja, wunderbar. Also vielen Dank für die Einblicke. Ich rufe ja, oder ich bin aus Nürnberg mit dabei. Wir hatten letztes Jahr gerade vor Neujahr einen tragischen Unfall. Da ging die ganze Diskussion los. Wir wissen so wenig drüber. Es ist so wenig öffentlich dazu, also sichtbar. Und deswegen haben die meisten gesagt, da müssen wir erstmal abwarten, bis mehr bekannt ist, bis mehr geklärt ist und so weiter. Und ich habe halt gesagt, nee, wir müssen es zeitnah machen, weil jetzt ist der Unfall passiert und wir können, bis alles geklärt ist, dann ist es schon aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Wie macht ihr das? Habt ihr eine Mailingliste? Habt ihr einen Slack-Kanal? Die Leute sind schon so eingespielt. Das finde ich ja wunderbar, dass das passiert in Nürnberg. Da müssen wir erst doch lernen und das hinbekommen. Ja, also wir haben einen Slack-Kanal, der heißt Code Red. Und da darf man wirklich nur reinschreiben, wenn es einen tödlichen Unfall gab, weil sonst sozusagen bei allen Leuten natürlich die Alarmglocken angehen. Und das ist sozusagen jetzt für Changing Cities der interne Kanal, dass wir uns abstimmen, wer meldet an, wer haben wir jemanden, wer macht die Rede und so weiter, also einfach diese Orga-Sachen. Und also da kann ich auch gerne nochmal ausführlich im bilateralen Gespräch sozusagen informieren. Und dann haben wir jetzt das auch erst relativ frisch eingeführt, eine Mailingliste für, weil uns Leute angesprochen hatten, wir sind nicht bei Social Media, wie können wir denn mitkriegen, dass überhaupt eine Mahnwache stattfindet? Da haben wir sozusagen wie so eine Art Newsletter eingerichtet, den man dann auch nochmal als E-Mail quasi rausschickt für die Leute, die halt teilnehmen wollen. Aber ja, ich kann wirklich nur das nochmal betonen, nicht zu warten, also darauf, was wirklich passiert ist, weil das kann sich erst im Gerichtssaal sozusagen letztendlich entscheiden und wird ja auch dann erst festgehalten und festgestellt. Und ich habe wirklich in so vielen Mahnwachen jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es dann doch am Ende anders, ganz anders ist, als es zuerst erschienen ist. Und das ist mir persönlich letztendlich halt egal. Also letztendlich ist immer irgendwie die Infrastruktur kann man eigentlich immer irgendwie verantwortlich machen, beziehungsweise, dass ein Mensch gestorben ist, weil jemand einen Fehler gemacht hat, der dazu geführt hat, dass jemand gestorben ist. Und das zeigt mir, dass die Vision Zero nicht eingehalten wurde, sozusagen. Und von daher, ich weiß jetzt nicht, was da konkret der Fall war, aber ich bin mir sicher, ich würde argumentieren, es ist egal und es muss zeitnah passieren, weil sonst, wie du sagst, es ist dann wieder aus den Augen, aus dem Sinn und das Momentum ist vorbei und das muss einfach schnell passieren. Und deswegen muss man dann natürlich auch in den Pressemitteilungen und wie man das formuliert gucken, weil das war anfangs natürlich auch noch schwierig, wie formulieren wir das Ganze jetzt und so, aber dieser Punkt Vision Zero und dafür ist die Politik verantwortlich, den kann man eigentlich immer. Der gilt eigentlich immer. Danke. Danke dir, Marlene. Jetzt ist Willi auch schon hier. Du hattest auch eine Frage. Ja, ich komme aus Wien, wo ich mich auch um Ghostbike-Aufstellung kümmere und eure Aktion in Berlin jetzt auch schon lange beobachte. Wir haben glücklicherweise in den letzten 3 Jahren keine toten Radfahrerinnen mehr gehabt, haben jetzt aber auch, nachdem wir bis jetzt immer nur die Ghostbikes aufgestellt haben, ohne großartige Mahnwachen und das entsprechend anzumelden, meine Frage, wie lange ist denn da die Vorlaufzeit für gemeldete Veranstaltungen in Berlin? Weil in Wien haben wir leider 48 Stunden, wo eine Veranstaltung in der Öffentlichkeit vorangemeldet werden muss oder bekannt gegeben werden muss der Polizei.
Ja, also in diesem Fall, ich kann dir es rechtlich nicht genau erklären, aber das ist sozusagen scheinbar so eine akute Sache. Dadurch, dass es sozusagen so akut ja auch passiert und nicht planbar, geht das bei uns, wie gesagt, also die vorletzte Mahnwache, die wir hatten, oder vorvorletzte, ich glaube vorletzte, war wirklich, der Unfall ist morgens passiert und wir haben abends die Mahnwache gemacht. Also das funktioniert hier und das hat irgendeine Grundlage, die müsste ich jetzt raussuchen im Versammlungsrecht sozusagen, dass das eine Ausnahme ist. Vielleicht gibt es die bei euch auch. Also das könnte man nochmal, Das muss ich ja noch recherchieren. müsstest du wahrscheinlich nochmal gesondert recherchieren oder mal bei der Versammlungsbehörde oder Polizei oder so nachfragen. Aber da gibt es quasi irgendwie so eine Akut-Ausnahmeregelung. Wie groß ist da euer unter Anführungszeichen Organisationsteam im Hintergrund, das sich dann im Spontanfall eben kümmert um die einzelnen Dinge? Naja, also vielleicht so, also die Leute, die jetzt wirklich dann sozusagen an dem Tag damit beschäftigt sind und man ist dann wirklich auch den Tag damit beschäftigt, weil dann irgendwie auch Pressemitteilung geschrieben wird oder man irgendwie dann von der Polizei nochmal zurückgerufen wird. Ich würde sagen, so plus minus 5, 6 Leute oder so, die sozusagen sich abstimmen. Also dann gibt es irgendwie jetzt in dem Fall dann ich zum Beispiel, die Veranstaltung anmeldet und die Koordination mit der Polizei macht und dann irgendwie Raun hält die dann oder jemand anders aus dem Changing Cities Team die Pressemitteilung und dann wer bringt das Lastenrad mit den Kerzen und der Soundbox mit, also so ein paar, wer fotografiert, das sind dann eigentlich immer so ein Pool von Leuten sozusagen, die ansprechbar sind. Aber ich würde sagen, also der Pool ist insgesamt sicherlich größer, vielleicht 10 oder 12 Leute, die insgesamt, aber jetzt für eine Mahnwache, weil dann kann irgendjemand nicht und jemand anders übernimmt, ne? Vielleicht so 5, 6, 7 Menschen. Das Ding ist halt natürlich dadurch, dass es sozusagen so unplanbar ist und spontan müssen das halt natürlich Leute sein, die sozusagen so spontan schaffen können, einfach alles mehr oder weniger stehen und liegen zu lassen und sich darum zu kümmern, weil so ist es in dem Fall, ja. Wenn Das man es so schnell machen will. ist genau das, wo es bei uns immer vom zeitlichen Ablauf scheitert. Also wir sind meistens immer dann eine Woche später erst mit dem Ghostpack draußen. Aber ich habe erkannt, dass man da gewisse Vorbereitungen treffen muss, wahrscheinlich sogar schon ein vorbereitetes weißes Fahrrad Ja, also der zu ADFC hat haben. ja auf jeden Fall ein paar weiße Fahrräder immer mehr oder weniger vorrätig. Das ist dann aber auch immer eine logistische Frage, wie kommt man jetzt, wo ist das und kommen wir da jetzt so schnell ran und so. Also ich weiß, dass das für die dann auch noch mal ein bisschen anderer Aufwand ist, dann sozusagen da dann auch dabei zu sein. Aber es ist nicht schlecht, ein, zwei weiße Fahrräder in petto zu haben, wahrscheinlich. Wie lange halten sich denn bei euch die Fahrräder im Straßenraum? Dann werden die behördlicherseits irgendwann einmal entfernt Der oder? ADFC baut die selber wieder ab, in der Regel ein Jahr. Also in der Regel sozusagen haben die einen festen Zeitpunkt im Jahr oder sozusagen, dass die ungefähr ein Jahr stehen bleiben und dann werden sozusagen in dem Zyklus die Räder wieder abgebaut. Es gibt aber auch manchmal Räder. Also wir hatten einen Unfall vor ein paar Jahren, da ist auch eine junge Frau von einem rechtsabbiegenden LKW-Fahrer getötet worden und die Familie hat sich gewünscht, dass das Fahrrad länger stehen bleibt und das stand noch für den ganzen Zeitraum des Gerichtsverfahrens auch, der sich über mehrere Jahre gezogen hat und dann sozusagen Jahrestag wurde auch mehrfach begangen dort am Geisterrad. Also das stand, glaube ich, 2 oder sogar 3 Jahre und auch unterschiedlich. Weil wir haben da eine Entwicklung in Wien, die sich zum Positiven gewendet hat. Anfänglich wurde das von Behördenseite ratzfatz relativ rasch wieder weggenommen. Inzwischen haben wir das letzte aus 2018 jetzt schon 3 Jahre stehen, Ja. an einer auffälligen Stelle, wo es aber wirklich etwas erhaben auf einem Sockel thront, unter Anführungszeichen auch wirklich ein gutes Mahnmal ist, weil man es mit allen Verkehrsmitteln, mit denen man dieser großen Kreuzung vorbeikommt, wahrnimmt. Ja. Und auch das, was du gesagt hast, dass Eltern dahinter sind, da ist der vorletzte Unfall vor 4, 5 Jahren, war ein 9-jähriges Mädchen, das auch von einem rechtsabbiegenden LKW leider getötet wurde. Haben die Eltern selber das quasi zur Gedenkstätte dann gemacht, dieses Kinderrad, das wir hingestellt haben, wird immer wieder mit Stofftieren, Blumen Ja. versehen, hat sogar die Behörde uns kontaktiert, nachdem wegen baulicher Maßnahmen in der Nähe das kurzfristig verschoben werden muss, wie damit verfahren werden soll. Also da
gibt es inzwischen schon eine gute Kooperation mit den Behörden, dass die ja. das auch als wichtiges Instrument wahrnehmen oder als, wo Leute eben das als Gedenkstelle auch. Genau, also es wird auch quasi, ich glaube, das ist sowas wie eine Duldung oder so, die da auch ausgesprochen wurde. Es gibt leider auch Stellen, wo Fahrräder auch beschädigt werden oder wo auch immer die Schilder abgerissen werden regelmäßig und wieder neu angebracht werden müssen. Also so gewisse Vandalismus gibt es auch. Und jetzt, wo du das mit dem Kind, wir hatten ja auch 2018 ist auch ein 8-jähriger Junge, glaube ich, vor den Augen seiner Mutter überfahren worden von einem LKW-Fahrer. Und da haben die Eltern zum Beispiel auch das Fahrrad genommen, mit, auf dem der Junge Fahrradfahren gelernt hat und haben das weiß angemalt. Und das steht auch nach wie vor. Also ja, es ist wirklich... glaube ich, ein wichtiger Ort für die Menschen. Aber also ich bin ja auch so ein bisschen, wir sollten die Räder stehen lassen und nicht nach einem Jahr wieder abbauen, aber da gibt es eben auch, das ist ja auch ADFC-Sache, aber dann gibt es sozusagen die Meinung, ja, dann wäre ja die Stadt gepflastert mit weißen Fahrrädern und ich sage halt, ja, dann würden wir das mal sehen. Also wenn wir irgendwie hier eine Critical Mass oder irgendwie zu einer Mahnwache fahren und wir fahren allein an drei Stellen vorbei, wo wir schon eine Mahnwache gemacht haben, denke ich immer, was ist hier falsch? Also. Na, auch das sind wir in Wien ja auch recht gut vernetzt, dass wir dann, wenn ein solcher Unfall war, dass die nächste Critical Mass an dieser Stelle natürlich auch vorbeikommt. Ja, genau. Ja. Zumindest außerhalb von Covid. Jetzt stehen wir alle irgendwo. Gut, danke für euer Tun auch. Danke, euch auch. Ja, danke dir, Marlene, für die Präsentation und für die Antworten auch auf die verschiedenen Fragen. Gerne. Danke auch die Leute, die sich hier beteiligt haben mit den Fragen.